Die Salzburger Nachrichten erscheinen ab 26. April im neuen Layout. Chef vom Dienst Hermann Fröschl erklärt die Eckpunkte des neuen Zeitungsdesigns. Ziel ist im Grunde, dass wir deutlich lesbarer werden oder noch lesbarer, wie wir schon sind, und der Gesamteindruck auf den Seiten einfach freundlicher wird. Die Freundlichkeit macht hier zum Beispiel die zartere Schrift, das ist eine klassische Serifenschrift wieder im Großformat, die unterstreicht irgendwie die Tradition von einer Tageszeitung. Und auch das Bekenntnis zur Nachricht, zur Meldung. Und gleichzeitig ist einfach das Produkt dann sehr starkem Wandel unterzogen, und das sieht man in diesem Kontrast zwischen diesen beiden Elementen sehr gut, wo es eher magazinig wird. Das heißt, die Tageszeitung muss auch stärker denn je Hintergrundanalyse liefern, sie muss erklären, warum gewisse Dinge passieren. Es reicht nicht mehr zu sagen, dass etwas passiert. Da haben wir so Stilformen, die wir sehr, sehr konsequent, aber konzentriert und nur an wenigen Stellen im Produkt einsetzen, mit großen Titeln, die auch farbig sind und dadurch irgendwie unterstreichen, da geht es um Hintergrund, da geht es um mehr wie nur Nachricht und Information. Auch der Lokalteil der Salzburger Nachrichten wurde neu gestaltet. Im Lokalblatt haben wir ein bisschen andere Schriften als im Stammblatt. Wir haben andere Titelschriften. Die Grundschrift ist aber die gleiche geblieben, damit man doch merkt, dass ein Produkt ist. Im Lokalteil haben wir natürlich ein bisschen weniger Platz als im Stammblatt. Und wir versuchen halt mit gewagten Bildschnitten und teilweise relativ großflächigen Geschichten, das dann irgendwie, so wie das zum Beispiel, mit einem relativ großen, hohen Bild, quasi das Kleinformat, die Größe des Kleinformats etwas wettzumachen. Und ganz wichtig ist, unser Veranstaltungsteil ist komplett erneuert worden. Am Abend laufen die ersten Ausgaben durch die Druckmaschine. Auch Layout-Experte Dirk Mehrbach, einer der Köpfe hinter dem Design, kann einen ersten Blick auf die neuen SN werfen. Sie haben ja schon viele Zeitungslayouts gemacht, vielleicht nur einen Satz dazu, was war so das, aus Ihrer Sicht das Besondere bei dem jetzt für die Salzburger Nachrichten? Dass man sich so viel Zeit gelassen hat und dass man das stark verbunden hat mit der Readerscan-Untersuchung und geguckt hat, wie die Leser funktionieren. Das ist schon was Besonderes gewesen. Also ein besonderer Blick auf die Leser jetzt? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Und schaut auch schön aus. Das will ich hoffen. Wir sehen ja noch nicht das Endergebnis, aber ich glaube schon, dass was geworden ist. Ja. Für Chefredakteur Manfred Perterer ist es bereits der zweite Zeitungs-Relaunch. Ja, es ist der zweite innerhalb von 6 Jahren und man sieht, wie schnell die Zeit vergeht und wie hoch die Anforderungen der Leser heute sind nach ständiger Erneuerung. Das ganz Besondere ist, dass wir diesmal wirklich das sehr gründlich vorbereitet haben, gesagt haben, wir haben einen tollen Inhalt und den möchten wir durch ein schönes äußeres Erscheinungsbild veredeln. Also nicht die Form bestimmt den Inhalt, sondern der Inhalt bestimmt die Form, und das ist uns gelungen und das ist das Schönste am heutigen Tag.